Sehr gut. Ich setze einen Quicksave zur Sicherheit, denn das hätten wir geschafft. Wir gehen. Moment, wie viele gibt's hier noch? Wir haben 34 Entflohene und 4 Stück gibt es noch. Perfekt. Nun gehen wir hier oben. Und hier war eigentlich dieses Lick. Doch da wir ihn getötet haben, und man siehe da, grüne Flaschen, können wir rein und die letzten 4 Stück retten, die uns fehlen. Juhu! Sehr gut. Nun begeben wir uns nach oben und siehe da, was verbirgt sich hinter diesem Gang? Unsere kranken Freunde! Ihr habt vorhin nicht auf mich gehört. Und das Lustige ist, wenn man irgendwas sagt... Sie sind verkatert. Gut, das war's genug mit den Foltern. Hier sind Ringe, doch... Moment, lesen wir, was hier steht. Deine Mutagenfreunde sind an der Brühe erkrankt. Du musst die Aufgaben der Mutagengeister erfüllen, um sie zu heilen. Kommt später. Kehre hier zurück, nachdem du in der Grabstätte der Mudanshi und der Mudomo warst. Werde ich machen. Denn dann besitzt man die Kraft, kranke Mudangs zu heilen. Das war kein Spoiler, glaubt mir. Das war bei weitem kein Spoiler. Wir gehen hier hoch. Nun haben wir wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir zurück zu Stollen 2. Das ist, dann kommen wir zum Eingang dieses Stollens. Doch das wissen wir nicht, denn wir haben alle Arbeiter in diesem Stollen gerettet. Deshalb gehen wir weiter. Ausgang ohne Rückkehr. Das steht mit Absicht dran, denn wenn man einmal hier durch ist, kann man nicht mehr zurück. Also aufpassen, wenn man auch alle Mutagens retten will. Und auf zum Kessel. Ja, hier sind diese schönen treuen Hunde des Licks, die einen auch gerne schnell töten. Und sie hassen, ey. Man kann sie, ich zeige euch eins, man kann sich nicht in ihnen verwandeln. Klappt einfach nicht, keine Ahnung warum. Und sie sind gefährlich. Sie sind echt gefährlich. Zumindest auf jeden Fall diese hier. Also, hier gibt es, wie ihr seht, auch kleine. Die sind nicht so gefährlich. Die sind ein bisschen langsamer. Sie können zwar auch sofort töten, aber sie sind langsamer als die großen. So, kommt alle runter. Man muss sie mit Absicht runterbringen. Denn... Moment. Kommt, Kleine. Fliegt auch runter. 1, 2, 3. Jawohl. Denn... Und weiter runter. Mann, ist der Kessel riesig. So, hier schließt sich die Schranke. Wir setzen einen Quicksave, denn hier, wenn man an diesen Hebel zieht, gibt es einen ganz kurzen Stromschlag. Und mit diesem Stromschlag entledigen wir uns der Hunde. So ungefähr. Huh, das war knapp. Quicksave. So. Kommt. Nächster große Hund. Die Kleinen, die kann ich auf einmal machen, aber nicht... Tot. Okay, nun kümmern wir uns um die 3 Kleinen. Ja, es tut mir leid. Vielleicht werden welche sagen, nein, die sind so süß. Oder Tierquäler oder sonst was. Doch, man muss es tun. Ich zeige euch mal, warum. Ich bin mal so frei. Hühnchen, kommt spielen. Kommt. Und man ist tot. Süße Hunde sind nicht süß. So, nun entledigen wir uns aber denen. Kill. Und alle Hunde werden beseitigt. Wir drehen an diesem Rad, dann schließt sich eine Tür und es öffnet sich eine andere. Puh. Sehr gut, Entschuldigung. So, nun kommen wir zu Stollen 3. An diesem Sack, wir müssen hier stehen und hochspringen, gibt es Steine. Entweder sammelt sie eine, indem man sich drauf hockt, oder man sich daneben stellt und STRG drückt, denn dann schnappt sich Abe die Steine mit den Händen. So, nun stehen wir... Hey, Moment, hier. Drücken... Hier? Ja, genau. Und... Moment, das ist mir zu nah. Das ist mir zu gefährlich. Denn nun müssen wir die Minen mit den Steinen abwerfen. Man kann entweder nach vorne werfen, nach oben, nach unten. Und das war's auch schon. So. Und wir zerstören die Minen, damit wir dann zu diesen Hebeln kommen. Juhu! Und Hebel Nummer 2. Und somit öffnet sich die Tür. Hier muss man rollen und aufpassen gleich. Denn man muss von hier hinten werfen. Okay, das sah gut aus. Und? Okay, das machen wir anders. So, damit wären alle Minen zerstört. Doch, ich habe nur noch einen Stein, den werfe ich weg. Begib mich einen Moment zurück und hol mir neue. Und wie schon gesagt, wenn man daneben steht und STRG drückt, eingesammelt. Juhu! So, jetzt muss man hier rennen und springen. Doch, Moment, was ist das? Grüne Flaschen. Das heißt, man hängt sich hier dran und... Okay, fast richtig. Man muss es auf der anderen Seite machen. Man hängt sich hier dran und...
Geheimgang! Ist das schon der vierte oder der fünfte? Es gibt viele, es gibt wirklich verdammt viele. Gut, hier passe ich ganz genau auf. Ihr werdet sehen, warum. Ich erkläre es euch noch. Erstmal begeben wir uns nach oben. Nach oben. Ach so, Moment, natürlich. Man kann nur dank der Tonne hoch. Dort sind meine Lieblinge. Blinde Mutagens. Blinde Mutagens, man ruft sie mit Hey, sagt mitkommen und sie laufen dann den Weg entlang, bis ihr irgendwann wartet, sagt. Sie laufen gnadenlos den kompletten Weg immer nur geradeaus. Nochmal ein Quicksave, ich mag diese Typen nicht. So. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einen hätten wir. Und er wartet. Gut. Ah, den nächsten. Entschuldigung, wenn ich da ruhig bin, aber man muss sich konzentrieren, denn diese Blinden sind bei mir die Mutants, die beinahe immer sterben. Gut, Nummer 2 wäre gerettet. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen hart, Blinde gegen eine Wand laufen zu lassen, aber man könnte Schlimmeres mit ihnen anstellen. Mitkommen und schalten. Geschafft. Gott sei Dank. Normalerweise also hatte ich das noch nie auf einen Versuch geschafft. So, und... Nein. Und sie folgen mir alle. Folgen alle meine Stimme. Und hier muss ich sie alle runterfallen lassen. Und ich auch. Sehr gut. Ja, ja, regt euch nicht auf. Moment. Hier war nämlich das, an dem ich mich gerade nicht erinnere. Nämlich befindet sich hier wieder grüne Flaschen. Das bedeutet nicht, dass man sich im Geheimgang befindet, sondern im Geheimgang ist hier noch ein Geheimgang. Das wusste ich beim ersten Mal nicht, als ich das Spiel spielte und versuchte, alle Geheimgänge zu finden. Man braucht hier die 3 blinden Mutants. Das heißt, wenn man sie hier gerettet hätte, jetzt schon, hätte man das nie wieder machen können. Gemein. Ich weiß. So, du läufst hier erstmal runter. Und geht machst da weiter. Du! Komm hier runter. Und ihr alle. Nun weiß ich nicht, bleiben die von selber von dem Rad stehen? Tatsächlich! Von dem Rad bleiben sie Gott sei Dank selber stehen, denn sonst hätte ich nicht gewusst, wie man das bewerkstelligen soll. Das hätte viel Zeit in Anspruch genommen. Und... An die Arbeit. So, nun... Wartet hier unten, ich rette euch noch. Keine Sorge, setze einen Quicksave zur Sicherheit. Erstmal rette ich aber diese hier, diese 4 Stück. Arbeiter im Stall, nur noch 3 Stück. Gut, und das sind ihr hier. Moment, Moment, Moment. Man muss hinter ihnen stehen. Denn sie laufen in die Richtung, aus der die Stimme kommt. Und. Ich bin gleich wieder da. Erstmal müssen wir aber das Vogelkreis... Wenn man einen Vogelkreis verschwinden lässt, wenn man dagegen läuft, braucht man nur in einen anderen Raum gehen, wieder zurück. Und siehe da, der Vogelkreis ist wieder da. Also man braucht nicht gleich durchdrehen, wenn man aus Versehen mal einen Vogelkreis auslässt. Verschreckt, damit die wegfliegen. Solange man in einen Raum zurück kann, ist es kein Problem. Entschuldigung. So, nun... langer Geheimgang. Nun machen wir aber hier weiter. Wir haben alle aber in diesem Stollen gerettet. Das heißt, wir können ohne Besorgnis weiter. Das war aber auch schon Stollen 3. Nun gehen wir hier weiter. Und hier verschließt sich dreimal eine Schranke, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Oh, Moment. Und da eine Mine. Juhu, damit wir uns nachher Steine holen können. Denn nun kommen viele Minen. Mine Nummer 1. Mine Nummer 2. Mine Nummer 3. Mine Nummer 4, Mine Nummer 5, Mine Nummer 6 und 7. Quick Save. Nun haben wir keine Minen mehr, keine Steine mehr. Und hier gibt es Minen, das heißt zurück, zurück. Steine holen. 9 Stück, vielen Dank. Hier wird's gefährlich, denn neben den Minen gibt es hier diese Drehding, das uns töten kann. Schnell töten kann. Schnell töten kann. So.
Also, solange ich hier noch stehe, bin ich noch in Sicherheit. Man darf nicht hinter dieser gelben Schranke stehen, wo das Ding entlang läuft. Oh, zurück, zurück. Quick save. Und, ach komm schon. Mine weg. Ich habe nur noch einen Stein, schmeiß ihn weg und neue Steine holen schon wieder. Tut mir leid. So, und wir gehen wieder zurück. Dort, wo wir die Minen entfernt haben. Denn nun. Genau. Denn nun können wir hier hoch. Rüber. Das Drehding ausschalten. Ja, Moment. Jeden Moment ist es ausgeschalten. Muss nur in seine Anfangsposition zurück. Und es ist ausgeschalten. Juhu. Hier gehen wir runter. Und siehe da, noch mehr Minen. Zerstören. Jawohl. Man muss knallhart jede Mine zerstören. Hey! Genau. Ach. So, und hier befindet sich noch eine hier unten. Oh! Warum hat er nicht den Stein geworfen? Gut. Nun machen wir noch eins. Hat nicht geklappt. Denn dort hinten befinden sich auch Minen. Und normalerweise schafft man es sogar, die von hier aus zu zerstören. Dann machen wir es anders. Moment. Hallo? Oh, kein Wunder, das hatte ich ganz vergessen. Man muss erstmal diesen Hebel ziehen, um die Schranke zu entfernen. Und nun kann man. Normalerweise sollte man das da vorne machen, aber es müsste auch. Na gut, es klappt doch nicht von hier. Nummer 1. Das dürfte schon reichen, normalerweise. Ja, so klappt es. Man hätte auch mit den Steinen die alle Minen zerstören können, aber es geht auch so. Und wir begeben uns zur blinden Mutarkenzone. Oh. Laufe weiter. Und ich rette dich. Erstmal gegen die Wand rennen. Juhu, das macht so Spaß. Und wir begeben uns weiter, denn hier gibt es keinen Geheimgang. Keine Flaschen bedeutet kein Geheimgang. Wiederhole ich immer wieder gerne. Ach, ich hab grad Quicksave gemacht, gut. Nun müssen wir hier durch und das ausschalten. Perfekt. Hier schalten wir dieses aus. Perfekt. Hier wird es ein klein bisschen herausfordernder. Geschafft. Ich weiß, der Anfang ist einfach, das sagte ich schon, aber freut euch. Nein, ärgert euch nicht zu früh. Es wird noch sehr, sehr schwer. Hier muss man den blinden Mutter anretten, denn sonst öffnet sich diese Tür nicht. Man sieht ja immer an den Symbolen, was ein Hebel machen würde. Und hier zeigt es ja an, dass es unter dem Vogelkreis sieht man es, wenn das bedeutet, wenn man einen Mutter anrettet, öffnet sich die Tür. Sehr gut. Ich renne zu dir, komm, Blinder. Hey, you. Okay. Okay, dann komm mit. Man kann schon vorausrennen. Er wird nicht anhalten oder stehen bleiben. Er läuft knallhart weiter und deshalb können wir hier auf ihn warten. Na. Da ist er schon. Gott sei Dank, ich habe gedacht, er bräuchte länger. Wir haben alle Arbeiter in Stollen 4 gerettet.